Leute immer meinen, so mit der Verbindung. Aber du bist immer nur BMW, oder? Ja. Hier geht mehr durch als BMW. Ja, das stimmt. Aber der geht echt gut nach vorne, oder? Ja. Aber war schon laut. Das sehe ich da auch was laut. Genau, das meine ich. Das meint es auch. Aber das erste Mal hier. Das ist echt sehr knackig, oder? Das ist ein kurzer Schaltweg. Ja. So, ich darf einmal fahren hier. Da hat man sagen gesagt. Ich mal gucken, jetzt laufe ich den bestimmt ab. musst du denn mit mehr oder weniger? Ganz normal. Ja, der rumt halt, ne, wegen meinem Massenschuhrad. Aber das ist ja ungewohnt, ey. Ja. Das ist so. Irgendwie kennt man das nicht so. Aber was du merkst sofort, wenn ich das jetzt mit meinem M3 vergleiche, mit dem DKG, dass du hier wirklich so die Verbindung zum Gas hast, so zum Beschleunigen irgendwie, oder? Genau. Vor allen Dingen, du bist so mit Hand so hochzuschalten, das ist ungewohnt. Du wirst jetzt hier sofort herballern, ich weiß. Mit DKG ist auch geil, ne? Du siehst, wie die Gänge geschaltet werden und dann bist du auch super schnell. Mhm. Aber wie gesagt, es ist halt ein bisschen Spielerei, ne? Im Schalter so hast du halt, kannst du fahren, wie du willst, ja, kannst ja, du rollen das lassen. Ja. Einzige Nachteil hier bei diesem Setup ist halt der hohe Verbrauch, weil Differentialkühlschrank übersetzt ist halt, ne? Ich habe den ja ein paar Monate mit Seriendiff gefahren. Ja. Da war der super sparsam. Da habe ich auch gesagt, kann nicht sein. Ich habe den auf 11 Liter gebracht. Okay. Da habe ich gesagt, kann nicht sein. Bis ich gemerkt habe, ja gut, das ist wegen dem Diff, weil ich wusste das damals erstmal nicht. Speedtech hatte mir das gesagt. Ja. Aber irgendein Vogel aus Hamburg hat mich über den Tisch gezogen. Okay. Hat mir ein Differential verkauft, was angeblich schon kürzer übersetzt war. Und Speedtech hat gesagt, ja, alles klar, haben die natürlich geglaubt. Ne? Mhm. Ich wusste das nicht, die auch nicht. Nachhinein habe ich das dann geprüft, war doch noch Seriendifferential. Hat der Seriendifferential verkauft? Ja. Das ist ja echt massig, ja. Ja, dann habe ich halt umbauen lassen, dann habe ich das im gleichen Zug habe ich ein Massenschuhrad reingebaut. Aber das ist schon irgendwie cool, so wie du meintest, du kannst so fahren, wie du willst. Das ist schon geil, so, dass ja. du nicht abhängig bist, jetzt schaltet er jetzt hoch, schaltet er runter und... Du fährst halt selber, ne? Ja. Also du machst alles selber. Jetzt weiß ich, was die Leute immer meinen, so mit der Verbindung. Wenn man, manche sind ja so eingefleischt, sagen, ich muss nur Schalter haben. Ja, ich komme ja von E36 Zeiten, sag ich mal, ne? Ja. Da war auch immer Schalter. Also ja, die auch gehabt, ja. Ich habe als Daily zum Beispiel einen E61 25 Diesel, den habe ich auch extra als Schalter gekauft. Echt? Ja. Weiß ich, die Automatik, wenn es Probleme macht, machst du Probleme, bleibst du hängen. Ja.
Tankstelle immer. Ja, zwei sogar. Ja. Das war so, wie ich damals überlegen bei M3 oder V10 an dem Mal vorher. Das war so, wo ich dachte, ja, Verbrauch und SMG, das war so die beiden Sachen, wo ich ein bisschen. Aber der geht echt gut nach vorne, oder? Ja. Du bist bei 6000. Denkst du schon, dass das so kommt? Wie gesagt, das ist wirklich ein Unterschied im Gegensatz zu den M5 von meinem Kollege zum Beispiel, ja. Wo er auch seine knapp 480 PS hat. Serienwagen. Genau. Ja. Ja, der hat gemessen 480 noch was halt. Ne? Und, was sagt er, wenn er hier mit dir gefahren ist? Die finden das halt, die finden das halt krass, ne? Dass halt aus dem Sorge so viel PS rauszuholen hat. Ne? Ja. Glauben viele nicht im Netz, aber ich habe das alles halt belegt war. Ne? Gefahren bist. Ich glaube, ich darf nicht da drauf. Nee, du bist so laut. Ja. Du kriegst sofort Verbot. Ich soll den Klappe zu. Irgendwann kurz aufmachen. Ja. Dazu. Sofort Meldung raus. Oh. Sehe ich da auch was? Oder? Genau, das meine ich. Das meintest du, okay. Wenn du ein bisschen schneller willst, dann musst du so viel haben. Und ich finde das so krass. So von der Leistung, dass er so fahren kann. Motormäßig hatte ich nie Probleme. Mhm. Der hat mir einmal Motorkontrollleuchte reingeschmissen, aber das war wegen Sekundärluftpumpe. Ne? Die habe ich bei mir auch, die ist bei mir kaputt. Die kannst du die rausschmeißen, ne? Ja, dafür musst du ja Kaltstart rausprogrammieren. Ich wollte das aber unbedingt drin haben. Ja. Nachbarn ein bisschen ärgern. Ach so, ja, normal ist andersrum. Genau. Komischerweise nach dem Umbau habe ich sogar Dorn gesagt, Dorn habe. Hier Fehler, das, ne, ist ja noch drin, ne? Er sagt, nö, es war einfach weg. Ist echt rausgegangen. Ja. Seitdem habe ich das Problem nicht mehr. Aber was ich krass finde von der Schaltung, normal die Schalter, die ich so gefahren bin, so normale Autos, die sind dann immer so schwammig, oder? Deine ist echt schon so richtig knackig und schnell. Ja, hier haben die ein ganzes Lager und so halt neu gemacht, ne? Wie ganz neu war alles so. Genau. Die war komfortabler, ne? Also mit dem Serien-Schaltkulisse, sag ich mal. Ja. Aber du willst das ja, du willst ja ich schnell. Ich hab den von Z4, meine Z4 28. Wir mussten jetzt die andere Kamera nehmen. Ich habe Ramazan gerade schon gesagt, dass es echt sehr viel Spaß macht. Und er hat sein Diff gerade komplett neu eingefahren, oder? Hast du gesagt? Genau. Samstag eingebaut, Montag eingefahren, direkt Kette gegeben. Das Problem war bei meinem Differential, weil ich habe ja letztes Jahr mein Differential umbauen lassen auf 3,91 und und vor ein paar Wochen, wo ich mal geheizt habe, habe ich gemerkt, dass irgendwas mit meinem Differential nicht passt. Also wir müssen einmal das Auto, genau. Muss ich einmal unterbrechen. Alles gut. Hinter uns ist ein Auto.
da habe ich mein Differential halt bei Westwood abgegeben, Westwood Performance, und ja, mein Sperrkörper war komplett, auf Deutsch gesagt, im Arsch. Okay. Habe ich auch Drexler umgebaut. Ist so ein Motorsport-Sperrkörper. Ja, merkst du halt, ne, wenn du Kurve rausfährst, dass du schnell aus der Kurve rausfährst und dass in der inneren, also wenn du die Kurve nimmst, dass das Auto dich nach innen drückt halt, ne. Mhm. Ist eine ganz andere Sperre auch drin, also es sind 45%, hat mir jeder empfohlen. Okay. Macht auf jeden Fall Spaß, ne. Ja, ich kenne das nur damals, wenn du den 335 gefahren bist, ohne Sperre, und dann bin ich den M3 mal gefahren, und beim 335 hast du so viel Power nachher, weißt du, dass du dann immer die Kraft kam gar nicht auf die Straße, weißt du, du kommst gar nicht vorwärts, richtig in den Kurven, so, das war immer scheiße, und dann fährst du einmal den M3, wo alles mit Sperre ist und so, und ganz anders, das ist viel sicherer. Ja, für Alltag ist das, muss man das jetzt unbedingt nicht haben, wie gesagt. Ne? Aber ich dachte, komm, bevor ich nächstes Jahr denke, hätte ich mal lieber gemacht. Ja. Habe ich jetzt einmal gemacht und fertig. Aber ist schon von Kosten natürlich ein bisschen höher. Also ja, schon. Ja, ist ein bisschen, ja. Ich glaube, wie teuer beim 3,5, ich glaube, damals waren es um 3.000 oder so. Da kommen wir hin, ja. Ja. Also deswegen hat sich nicht geändert. Ist ein teurer Spaß, ja. Klar. Aber wie gesagt, wenn du es hast... Ich denke mir das immer so, Differential, Getriebe werde ich nie wieder Probleme haben. Ja. Einzige Baustelle wird hier immer Motor sein, wenn irgendwann mal was ist. Ne? Alles andere ist mir egal. Weil wenn SMG kaputt geht oder Differential, das ist alles Kosten halt. Und das habe ich jetzt alles abgedeckt, das ist alles weg. Das hast du jetzt. Weil das Differential werde ich nicht kaputt kriegen. Mhm. Weil, dafür fährst du ja auch keine Mensch. Genau. Ja, vielleicht ein, zwei Runden im Jahr. Ne? Ja, das ist aber nicht wie genau. Tagtäglich, ja. Erstmal Dankeschön, dass ich fahren durfte. Bitte, bitte. Also das ist ja auch nicht einfach ohne. Ja, alles gut. Aber wenn du so ein bisschen dich eingegroovt hast und so, dann ist das schon echt... Gewöhnungsbedürftig, ne? So. Ist gewöhnungsbedürftig ein bisschen mit dem Schalten. Aber wenn man es dann ein bisschen gemacht hat, man sich so weiß, wie das Auto fährt, auch mit der Gasannahme und so, ist schon geil. Macht schon Laune. Also kann ich euch nur empfehlen, Leute. Siehst du mich denn da? Ja. Weil die Kamera zeigt so schräg. Nee, ich sehe dich. Jetzt hier meine Kamera, man, jetzt gerade hier. Alles im Kasten. Super. Ja, also kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr da irgendwie am Überlegen seid, so SMG, Probleme, Haken ein bisschen oder so, oder ihr mögt das nicht, ihr kommt vom DKG, dann macht auf jeden Fall mal so eine Probefahrt. Ich glaube, bei Speedtech könnt ihr das auch machen, oder? Die haben bestimmt immer ab und zu Autos da. Oder fragt euren Kollegen, wenn einer hier in der Nähe wohnt und so. Ja, also das ich weiß jetzt nicht, ob Speedtech unbedingt da jetzt einen hat oder haben wird. Ab und zu, ne? War aber immer mal einer da. Genau, also, ne? Man hat Downer hier und da einen auf jeden Fall halt. Ne? Mhm. Wie gesagt, damit macht man wirklich nichts falsch. Ja, also ich finde das echt mega. Macht schon Spaß. Also würdest du immer wieder machen, aber sagen, oder? Ja. Umbau würdest du immer wieder machen, V10 würdest du immer wiederholen. Ja, auf jeden Fall. Ey, ich muss echt, wenn ich so an den Leuten vorbeifahre, denke ich mir, ich fahre lieber langsam. Ja. Das kriegst du hier drin wirklich nicht so mit wie draußen. Wenn du da vorbeiballerst, ey, dann ist echt. Ja, ein bisschen Rücksicht auf jeden Fall auf, wie gesagt, auf Ältere zumindest, ne? Ja. Das muss nicht alles sein. Grüßt du nochmal jemanden? Wem willst du denn grüßen? Ich grüße alle meine bekannten, lieben Abonnenten. Es wird jetzt wieder demnächst mehr Videos kommen, da freue ich mich drauf. Ja, jetzt ein bisschen wenig auf unserem Kanal, aber. Wenn ich das heute mit dir schon gemacht habe, Ramazan, habe ich schon wieder viel mehr Bock. Ja. Wir können sie öfters treffen, auf jeden Fall. Ist ja nicht weit weg, ne? Ich habe gesagt, wenn, dann kommen wir nächstes Mal rum, dann machen wir mal. Wenn alle Leute bei dir sind, so, vielleicht haben wir dann noch mehr Autos am Start. Ja. Und, ja. Vielleicht haben wir auch mehrere Leute, die dabei sind. Ja. Können wir machen. Alter, so als Beifahrer kriegt man mehr mit, ne? Ja, das soll's gewesen sein, Leute. Vielen lieben Dank. Das wird so ein kleines nachträgliches Video. Das kommt dann irgendwie ein paar Tage später raus. Und das andere Video verlinke ich oben rechts nochmal. Und dann seid gespannt, was alles noch kommt. Das soll's gewesen sein. Haut rein. Ciao, ciao.